Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Trust and Betrayal. Wir sind alleine auf dem Server, aber wir sind nicht alleine hier jetzt, was das Reden angeht. Wer ist denn dabei? Hallo. Hi. Und? Dein Name? Mein Name? Dein Papaya. Name? Papaya! Ja! Ja! So, ich wette, unter dem Video steht dann so, was? Papaya nimmt mit Liscario auf? Ach Quatsch, warum? Naja, man liest so einiges auf dem Server. Hä? Auf dem Gomme-Server. Auf dem Gomme-Server liest man sehr vieles. Ja, aber. Von wegen so, hast du schon jemals mit dem aufgenommen? Hast du schon jemals mit dem aufgenommen? Okay. Okay. So. Okay. Ja, sie ist zur seelischen Unterstützung dabei. Mhm. Und seelische Unterstützung bedeutet natürlich auch, dass du ein paar Witze erzählen musst. Okay. Ah. Okay. Okay. Ja, so. Könnte schwer werden, aber okay. Dann hau mal raus. Oder erzähl, was du erlebt hast heute. Was gab's denn heute für Probleme auf dem Server? Außer, dass er gelaggt hat, weil Gomme Trollrunde gemacht hat. Nee, hat keine Trollrunde gemacht. Er hat die Schwimmrunde da aufgenommen. Genau. Übliches Zeug halt, ne? Also nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ja. Typ namens Liscario hat sich aufgeregt oder so. Ja, das sowieso immer. So. Okay, ganz kurz so Insider-Themen. Welcher Game-Modus verlangt am meisten Ressourcen? What? Naja, ihr habt ja genug Spielmodis auf dem Server, ne? Hm. Und welcher davon wird am häufigsten gespielt? Soweit ich weiß, momentan Bed Wars. Wirklich? Okay, ich dachte eher Ender Games irgendwie. Ich glaube, die steht eher an zweiter Stelle momentan. Bed Wars. Weil Bed Wars ja eher neuer ist und Hilfe? Gehypt wird und es jetzt gespielt wird und neue Maps und so weiter und so fort. Okay. Also Bed Wars ist ja auf dem Gomme-Server neu. Also jetzt nicht neu vom Spielmodus her, sondern neu vom Gomme-Server. Nur, dass jetzt die Zuschauer wissen, die neu dabei sind. Wie der Spielmodus selbst. Haha, dabei. Haha, lustig. Ja. Haha, lustig. Lustig, ja. Ich find's auch super. So, ich hebe jetzt gerade meinen Keller ein bisschen weiter aus für die Zuschauer jetzt von mir wieder. Ja, mach ich auch immer. Ja. Und zwar, um die Transportpipe zu Ratamoon legen zu können. Demnächst irgendwann in den nächsten 100 Folgen oder so. Gut, und was machst du gerade? Ich guck gerade was im Forum nach. Um diese wunderbare Uhrzeit. Ja. Und genau. Ja, auch nachts kommen wir kurz rein. Ja, klar. Hast du dir das Match angesehen? Hm? Was? Was? Das Match. Welches Match? Brasilien gegen Deutschland? Ach so, ja, natürlich. Und ich 7-1. Muss sagen. 1. Peinlich, peinlich für Brasilien. 7-1. Ich hab mich. Mann, ich habe aufgenommen, gerade Trust and Betrayal, als 5-0 stand. Weißt du, da hatten sie zuerst nur 1-0, dann habe ich aufgenommen, auf einmal hatten sie 2-0, dann 2 Minuten später 3-0, 4-0 und dann nochmal ein paar Minuten später 5-0. Also die hatten nur Glück, weil ich sie trainiert habe, so sieht's aus. Ja, bestimmt, natürlich, klar. Sicher. So, wer denn sonst? Ohne dich hätten sie es nicht geschafft, natürlich. Yogi Löw doch niemals. Erzähl mir nichts. Okay, denn? Also. Ja. Und freut sich schon auf die Gamescom. Gamescom wird höchstwahrscheinlich schon vorbei sein, wenn dieses Video hochkommt. Was? Wieso? Folge 45 kommt morgen und ich bin bei Folge 89. Was? Wieso nimmst du schon so viel auf? Ja, ich hab Arbeit zu erledigen. Auf dem Server hier. Alter! So wie du auf Gomme Arbeit erledigen musst, muss ich hier Arbeit erledigen, verstehst du? Ja. So, warte, ich disconnecte mal ganz kurz. Connecte neu drauf, weil irgendwie ein Fehler oder so. Ja, das sagen wir alle. Ja, immer. Ja. Immer wieder. Mhm. Ist sehr traurig. So und so. Das Beste ist,
Es gibt ja, wenn man von weit oben runterfällt und sich davor ausloggt, dass man nicht stirbt, ne? Wenn man sich wieder einloggt dann. Je nachdem, wie hoch du bist oder warst. Genau. Ganz kurz, ist das verboten bei euch auf dem Gamma-Server? Inwiefern, wo denn? Ja, bei Jump'n'Run. Eigentlich ja schon, weil das ja in dem Sinne ein Anführungszeichen Bug ist. Ich hab da ein paar Leute gesehen. Das fand ich aber ziemlich in Ordnung. Das Beste war immer noch, weil man weiß ja, was der dann macht, ne? Und das Beste war dann immer noch, ich habe im Chat gelesen, Flyhack! Flyhack! Ja klar, auf jeden Fall. Hat mich einfach nur totgelacht. So, man, weißt du, die Arbeit ist so langweilig, deswegen brauche ich dich gerade zur Unterstützung. Das geht's nicht. Okay. Ja, Ich weiß zwar gar nicht, was du da gerade tust, aber... Ja, Keller ausheben, okay. wie vorhin schon gesagt. Ja, ja, aber... Immer noch Keller ausheben. Mann. Ja, okay. Okidoki. Okidoki. Ich meine, wenn du willst, kannst du den Keller ausheben. Nee. Gib dir die Einlogdaten, du nimmst auf und schickst mir das Video dann einfach. Warte. Nein, ne? Nee. Nee. Wait for it. Nope. Nope. What's up, Dad? Kennst du? Ja. Nein. Nein. Ach ja. Nein. Ich hab Zelda-Musik drin. Zelda? Ja, Zelda Ocarina Zelda. Of Time. Zelda. Zelta! Willkommen bei Zelta Let's Play. Zelta. Das ist ein geiler Name, macht euch den mal. Nee. Gibt's sicher schon. Sicher sogar. Zelta. Wird sicher schon geben. Wer ja. nennt sich denn so? Wird sicher schon geben. Also ja, es gibt sein, da einige Namen, die denke ich mir, heilige Scheiße. Ja, denke ich mir bei Lucario auch. Ja, ne, schon. Ist zwar mein Nachname, aber danke. Lucario. Ja, Lucario. Ja. Soll ich jetzt deinen Namen auch sagen, oder was? Oh nein, das ist nicht. Schade. Ja, schön das gewesen. Das wäre nicht so nett. Leute, wollt ihr ihr Name wissen? Schreibt es unten in die Kommentare, dann werde ich das vielleicht irgendwann in einer anderen Folge erwähnen. Wen? Was? Nein. Wie nein? Nein. Sprichst du für die Zuschauer? Ja. Bist du denn ein Zuschauer? Nein. Du hättest ja sagen müssen. Oh mein Gott. Dann hätte ich eine Ausrede. Dann hätte ich eine Ausrede. Oh, zu spät. Ach man. Okay. It's too late. Apologize. Jawohl, fang an zu singen. Passt. Nee, vergiss es. Too late! Nein. So, mach das so. Das ist nicht mehr so. Turn out the promises. Oh Mann, Alter, wir sind behindert. Wir haben Krebs oder so. Nein, wir sind einfach nur behindert. Ja, das ist auf jeden Fall. Aua! Das ist auf jeden Fall der Fall, wollte ich gerade sagen. Behindert? Ja. Behindert! Was? Mann, Alter, viel zu viele Mobs. Ich sollte mal ausleuchten, ne? Was sagst du dazu? Nee, stirb lieber. Stirb lieber, okay. Ja. Komisch ist, dass ich in dem Projekt eigentlich nicht sterben kann, weil ich etwas habe, das mir anstatt Leben Level abzieht. Aber naja. Und ich durchgehend gerade mit 59 Level rumlaufe. Mach ich auch immer. Ja, klar. Ja. Auch im echten Leben, Leute. Sie ist nämlich eine neunfache Katze. Hat 81 Leben. Sternzeichenmäßig. Ja. 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 Sie sagt einfach ja, weil es ja auch eine neunfache Katze gibt. Ne? Ja. Ja, klar. Okay, ja. Ich glaub's ja auch jetzt. Gut, ja. So, dann weiter geht's. Ich werde mir aber jetzt nochmal Fackeln holen. Denn ich habe so ein. Oh ja, ich schreibe auf Deutsch einfach mal. Deutsch. Ich habe einfach mal auf Deutsch geschrieben. Wobei das Spiel ja auf Englisch eingestellt ist, aber hey. So, ich nehme 25 Fackeln mit, das sollte reichen. Es gibt nämlich da so ein Lagersystem, da kannst du eingeben, was du haben willst. Und falls du es besitzt, siehst nämlich, was du besitzt und was nicht,
Wenn du was besitzt, kannst du es eingeben, was du haben willst und wie viel davon. Das ist cool. Also du siehst den Inhalt deiner Truhen, die du besitzt. In allen Kisten oder was? Mhm. In allen, die du anschließt an das System. Achso. Oh, cool. Das ist nice. Ja. Das System ist aber recht teuer. Da brauchst du viele Farbe für. Okay. Weil du brauchst verschiedene Chips und die Chips haben auch verschiedene Farben. Also nicht Chips in der Form, wo du sie gerne hättest. Ach Mann. Sondern, ich wollte gerade fragen. Oh. Sondern Computerchips, also so Responder-Chips und weiter. Also Ausgabechips und Programmierungschips und so weiter. Also die Sachen dann sozusagen holen. Ja, Befehl oder so. Kann man so ein bisschen erklären. Weißt du, was das Coolste ist? Mhm. Wir haben jetzt schon 10 Minuten hinter uns. Oh mein Gott. Das ist der Hammer. Gott. Das ist der Wahnsinn. Oh mein Gott, es ist so spannend bis jetzt gewesen. Ja, es ist echt unfassbar. Also die Leute, die müssten das feiern hier, die Folge. Aber richtig. Wenn nicht, weiß ich nicht, was sie haben für Probleme. Ja, eindeutig ja. Ja. Alter. Sowas hört man nicht so oft von Mädchen. Oh, so eine Maut. Oh Mann. Alter. Sehr schön. Tut mir leid, ich bin behindert. Und zu dem Zeitpunkt, an dem das Video ausgestrahlt wird, habe ich, weiß ich nicht, wie viele Abonnenten. Milliarden. Zwei Milliarden? Ja. Nein, zwei. Ja, yeah, Milliarden. Nein. Zwei. Trillionen. Nein. Quatrillionen. Zwei. Exa-Trillionen? Keine Ahnung. Nein, zwei. Ach, zwei neue. Nein, zwei. Einfach nur zwei. Einfach nur zwei Abonnenten. Ja, zwei. Ach, du meinst den Kanal, wie hat der geheißen? Scheiße. Wir haben am Anfang des Videos irgendeinen Kanal erwähnt, der noch nicht existiert. Ich hab mir den Namen nicht gemerkt. Zelta! Warte. Zelta LP! Genau, Zelta. Genau, der hat dann zwei Abonnenten, Leute. Nee, du. Nee. Ja, ich werde ja dann Zelte heißen, das weißt du ja doch. Oder wusstest du das etwa nicht? Ich bin enttäuscht von dir. Ja, sorry. Ach, was gibt's eigentlich morgen zum Essen? Was? 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 Wie, was? Ich hab gefragt, was es morgen zu essen gibt. Wo willst du das wissen? Ja, wieso nicht? Komm vorbei. Keine Ahnung, weiß ich doch jetzt noch nicht. Ja, Hunger und so, ne? Komm vorbei. Ja, Pech gehabt und so. Ja, schade. Leute, wer die Adresse haben möchte, ne, auch einfach Kommentare schreiben oder so. Noch ein Wunsch vielleicht, du hast die außerdem gar nicht. Ach doch. Nein. Ach doch. Nein. IP-Adresse. Und? Ja, IP-Adresse. Ich habe nur Adresse gesagt. Okay, und wo willst du die IP-Adresse herhaben? Teamspeak. Skype. Kannst du sie nicht sehen? Skype kannst du sie auch nicht rausfinden. Bist du wer VPN drin, hä? Nein. Na siehst du, dann findet man sie raus. So. Versuch's. Ja, mach mal. So. Nee, kleine Spaß. Aber ich hab was anderes. Ja. So, warte. Willst gar nicht wissen. Ja, das glaube ich auch. So. Verdammt. Das ist... Man glaubt gar nicht, wie viel Zeit wegen so einem Scheiß verloren geht. Okay. Und was machst du gerade? Komm, ist aber noch, ne? Ja. Und viel los? Ja, forumsmäßig gerade nicht mehr ganz so. Ich meine, es ist fast 2 Uhr nachts, ne? Also okay, warte kurz, ich mache einen neuen Thread auf. Nee. Wieso nicht? Extra Arbeit. Unbezahlte vor allem. Nee. Möchte ich nicht. Leute, macht ihr mehr Arbeit, hackt alle. Oh, du bist so nett. Nein, Leute, bitte, hört auf damit. Also ohne Witz, Mann. Wenn schon, ich würde sie alle wegbannen, nur damit die Leute, die keine Hex benutzen, ja, Spaß gut haben. Spielen Stimmt, können genau, und Spaß ne? haben. Und ja, ist ja auch so, gehört sich auch so. Ja. Das war ja eh nur, ich meine, ja, das macht dich sehr behindert.
Oha. Oha. Und zwar. Oh, das ist so eine Arbeit. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich länger als eine Folge brauche, um diesen Scheiß hier abzubauen. Auch mit Sicherheit länger als eine halbe Stunde. Ja, Pech gehabt, würde ich sagen. Ja, nett bist du. Ich weiß. Bin ich ja. Doch immer, oder? Ja, klar. Das kann ich bestätigen. Ja, ja. Die besten Fragen sind dann eh sowieso immer die persönlichen Fragen unter jedem Video. Wenn welche irgendein denn? Mädchen dabei ist, meine ich jetzt. Ist das deine Freundin? Ja, genau. Genau auf das wollte ich anspielen, ey. Bist du etwa jetzt mit ihr zusammen? Wer ist das? Ist deine Freundin? Ist es deine Schwester? Das ist auf jeden Fall meine Schwesterfreundin. Oh. Sie heißt Annika. Nein. Annika Solingen. Nein, einfach nein. Und am Schluss des Videos musst du dann sagen so, jeglichen Namen in dem Video wurden frei erfunden. Jetzt hast du es aber verraten. Ich weiß. Bin nett, ja? Ich lüge die Leute nicht an. Hm? Nochmal? Lies mir jetzt die Kommentare unter deinem Video durch. Ach ja, okay. Ja. Nee, aber ohne Witz jetzt. Ist aber richtig witzlos gerade, ey, witzlos. Was ist denn dein Lieblingsspielmodus? Hm? Aufkomme. Ja, überall, einfach insgesamt. Lieblingsspielmodus. Lieblingsminigame. SK. Survival Games? Ja. Ich muss ehrlich sagen. Ich bin zwar verdammt schlecht, aber. Es war mal mein allerliebstes Minigame. Jedoch. Manchmal, fast immer, fängt es an, mich zu nerven ein bisschen. Einfach weil man gleich von Anfang an verfolgt wird. Und auch wenn man sich nickt, irgendjemand weiß immer, wie man heißt. Und dann schreibt er das in die Kommentare, beziehungsweise in den Chat. Der heißt Lucario! Tötet ihn! Das ist total ätzend, ich hasse das. Da kriege ich immer so einen richtigen Hass auf das meinen Das Beste ist immer noch... Denk ich mir so, ja. Was? Was? Dann denkst du dir immer so, nee, aber... Ja, das weil ist, ich sie am liebsten sehr bürgen würde halt. Das, ja, eh, aber das Beste ist immer noch, Leute, die jemanden sofort am Anfang töten, dann in den Chat schreiben, sorry, und wenn sie dann selbst tot sind, schreiben, lädst du das hoch? Frag doch ja, nicht so weiß dumm. Weiß ich ja nicht. Was weißt du nicht? Nee, aber das ist mit dem Hochladen, aber die laufen einem dann hinterher, stehen... Vor der Schutzzeitende stehen die dann schon hinter dir, schlagen auf dich ein, dann töten sie dich und dann schreiben sie sorry. Ja, das ist. Und dann triffst du sie in der nächsten nervig. Runde wieder. Sorry, dass ich dich getötet ja. habe. Ne? Ja, und genau. Und dann so. So, nee, ich gehe wieder, Mama. Habe ich wirklich gemacht? Nee. Habe ich diesmal wirklich gemacht heute? Das ist jetzt kein Scherz, sondern ich war auf dem Server drauf, auf dem Gomme-Server, und da wurde ich verfolgt von 4 Leuten. Ja? Die auf einmal. Namen nicht gemerkt. Also, keine Arbeit für dich. Keine Sorge. Also, Namen nicht gemerkt. Wurde ich von 4 Leuten auf einmal verfolgt. Die 3 haben... Also, 3 davon haben sich dann abgesplittet und sind 2 anderen gefolgt. Und der eine ist mir einfach durchgehend gefolgt. Hat mich dann getötet, weil ich ja nichts hatte. Ne? Gar nichts. Hatte genau, ich glaube, einen Apfel oder so hatte ich in der Hand. Und ich habe ihm sogar den Apfel zugeworfen. Ne? Weißt du, so von wegen so, ey, lass mich in Ruhe, ey. Jo. Tötet mich, schreibt dann in den Chat, nachdem er mich getötet hat und ich mich nicht mal gewehrt habe. Sorry. Dann, ich habe mir schon gedacht, okay, sich entschuldigt, super. Dann, folgt er mal in die nächste Runde und sagt, Jan, sorry, dass ich dich vorhin gerade getötet habe, ne? Und dann tötet er mich auf einmal nochmal in der Runde. Das ist... Oh Gott. Ach, scheiß Skeleton, Alter, was ist mit denen los? Toll, toll, super toll. Der Skeleton schießt 4 Pfeile in der Sekunde, das ist nicht normal. So. Ja, kann ich auch. Er hat mich gerade von 18 Herzen auf 6, 7, auf 7 Herzen runter. Ach man ey. Aber, und dann bin ich wirklich geläftert. Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Dann ist er aber nämlich nochmal gefolgt.
und hat nochmal geschrieben, sorry, dass ich dich getötet habe in der letzten Runde. Ich bin einfach gelistet. Einfach Slash Hub. Einfach Slash Hub. Ja, kann ich verstehen. Man normalerweise nicht, weil man normalerweise die Leute dann beschimpft. Das Ärgste. Aber... ja, ich schon. Aber, weißt du, ich weiß ja, wie ich mich benehmen zu haben habe, ja, genau. Wie ich mich benehmen zu haben habe. Okay. Deutsch. Deutsch um 2 Uhr morgens. Mit Papaya. Jo. Jo. Hallo. Jo. Hallo. Hallo. Ich bin mit Papaya. So. Ist denn dein richtiger Name? Papaya. Auch so? Okay, verstehe. Ja. Ja, auch. Ja. Mein richtiger Name ist auch Papaya. Auch Papaya? Ja. Finde ich super. Ja, finde ich auch ganz toll. Ja. Ja. Ja, ja. Schlimm, schlimm. Schlimm, schlimm, genau. Wir sind bei 21 Minuten. Alter, kannst du dir vorstellen? 21 Minuten haben wir jetzt schon vergeudet. Ja, so spannend wie noch nie. Nee, aber ich finde es jetzt gar nicht mal so langweilig. Ich habe schon langweilige Folgen gehabt. Echt? Ja. Was hast du da gemacht? Auf dem Boden gelegen, während du aufgenommen hast, oder was? Nein, ich habe eine Stunde für ein Werkzeug gebraucht. Was? Ja. Ich sag dir doch. Brain AFK um solche Uhrzeiten. Naja, wenn man um 2 Uhr nachts aufnimmt, ne? Fast alle meine Aufnahmen sind um solche Zeiten, gerade von Trust and Betrayal, meine ich. Oh. Weil der liebe Ratamun kann immer erst ab 23 Uhr. Kenn ich nicht. Echt gehabt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, klar. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Okay, ja, dann ist alles in Ordnung. Yep. Gut. So. Ach, Mann. Okay, dann reden wir über Lieblingsspiele außerhalb von Minecraft. Hau mal raus. Dein Lieblingsspiel außer Minecraft. Momentan. Ja, League of Legends. League of Legends. Genau. Weil ich spiele momentan nur. Das ist leider nicht so meins. Warum nicht? Und by the way, jemand hat sich meinen Namen geklaut. Ja. Dieser Pech Bastard. Gehabt. Aber naja. Also wenn ihr einen Liskari auf League of Legends seht, Faker. Vor allem nicht A, sondern A. Nicht Faker, sondern Faker. Faker, okay. Okay. Okidoki. Jetzt werde ich schon wieder von hinten attackiert hier von so einem Baby, ey. Es ist wirklich schwerer als man denkt hier, diesen Keller auszuheben. Die nächste Folge machst du. Nee. Ach, ach. Nö. Ach. Möchte ich nicht, nein. Aber egal. Nee. Ach. Nee. Ach. Nein, nein. Du bist das, Mama, wozu nein. Du geboren bist. Was? Warte. Nein. Warte. Jetzt kommt. Nein. Nein. Ich wusste es. Siehst du, ich kenne mich schon aus. Ich kenne sie einfach sehen. Schon. Ist einfach so. Ja, man ja. Weiß, was kommt, Freunde. Mhm. Wenn man sich so lange schon kennt und so gut kennt, dann weiß man. Bin müde, will aber nicht pennen gehen, muss morgen früh raus, ausnahmsweise mal. Wie sieht's mit dir aus? Keine Schule mehr? Momentan nicht, nein. Ja, Urlaub! Nein. Du hast Ferien, ne? Wow! Wie sieht denn die Noten aus? Das bereden wir auf jeden Fall in diesem Video. Nein, nein. Ich nein, weiß, nein. Deswegen habe ich. Deswegen habe ich es ja gerade erwähnt! Dass ich das nicht im Video benenne. Das besprechen wir dann außerhalb. Also. Oh, rotes Wasser. Sag ich jetzt meine Mama. Okay. Hey Mama! Ja, wenn ich jetzt meine Mutter rufen würde um 2:04 Uhr, ich glaube, ich würde sterben.
Wirklich? So stark ist sie? Ja! Ach nee, die würde dich streicheln und sagen, bitte, Kleines, weck mich nicht nochmal der Sonne zu euch auf! Jo. Bestimmt. Oder sie würde dich streicheln, dann sagen, bitte, Kleines, und dann reißt sie dir an den Haaren und sagt, weck mich nie wieder an so eine scheiß Zeit auf! Und haut dich raus aus dem Fenster. So sieht's aus. Oder? Ist doch Standard. Ist schon häufiger passiert, oder? Was? Ich hab es nicht so gehört. Tut mir leid. Dass deine Mutter dich an den Haaren aus dem Fenster geworfen hat. Ja, immer, jeden Tag. Jeden Tag, ne, schon. Klar. Das ist der Alltag von Papaya, Freunde. Alltag. Ja. Das ist immer spendet so. Für Papaya. Oh Mann, so viel Scheiße habe ich nicht mehr seit Wochen geredet. Und wir werden dann gleich noch eine andere Runde aufnehmen, ich weiß nicht, SG, EG oder so. Mal schauen. Gä? Aber ich bin müde. Das ist egal. Psst. Oh, wie fürsorglich. Ja, ne? Schon. Komm. Anstatt du jetzt einfach sagst, okay, nehmen wir morgen nochmal auf, wenn du doch müde bist, ist ja kein Problem. Nee. Ja, hab ich mir schon fast gedacht. So würde ich doch nie zu dir kommen. Spasti. Ach Mann. Manu. So. Ich habe jetzt schon zweimal mein Inventar voll gehabt. Also jetzt schon das dritte Mal. Awesome shit. Bald ist mein Lagersystem wieder voll, dann kann ich es wieder vergrößern. Tolle Sache. Cool. Cool. Toll, toll, super toll. So, Alter, wie viel Cobblestone einfach. So, sammle ich das Zeug ein. Hey, das ist eine Spinne. Stopp, halt. Stirb. Halt, stopp, Spinne. Halt, stopp, jetzt rede ich. Erzähl was. Hi. Okay. Klär mal. Was hat das zu bedeuten? Ende. Ja. Ich habe gerade gefragt, was bedeutet Hi und du so Ende. Ja, Hi ist das Ende. Ach so, das heißt... Mir wurde das immer falsch beigebracht. Genau. Tschüss, Papaya. Heißt Hallo. Und Hi, Papaya heißt Tschüss. Ungefähr so. Ungefähr, ja. Merke ich mir das ab. Ja. Wie spricht man das eigentlich aus? Ludacheno? Oder wie? Das habe ich dir schon so oft erklärt. Nee, also das Wort hast du mir. Nein. Doch. Nein. Du hast. Nein. Doch. Nein, du hast es nein, die ganze Zeit. Nein, doch. Nein. Doch. Nein, ich hab damals einen Kollegen von mir gefragt, aber... Ja, dann hast du mich das ist, genau, das ist der Typ, der... Das ist der Typ, der meinte, gib mir... gib mir die Nummer, ich probiere. Was? Oh mein Gott, das muss ich dir dann noch erzählen, das war... Jetzt das hast du mir doch gar nicht erzählen. Hm? What the fuck? Nochmal? Nix. So, was soll ich dir nicht erzählen? Du hast es mir noch nicht erzählt. Ja eben, sag ich doch, das muss ich dir noch erzählen. Ja, okay. Oh, das ist lustig, das ist super toll. Gerade, wenn du dabei bist, das machen wir in einem Video, also... Das heißt, entweder nehme ich jetzt noch eine Runde Tab auf und danach noch eine Minigame-Runde mit dir, oder halt jetzt nur eine Minigame-Runde mit dir. Minigame, okay. Okay, ich habe noch eine Dreiviertelminute, Leute. Das heißt, in der Dreiviertelminute werde ich nicht mehr viel schaffen, aber das ist egal. Auf jeden Fall eine schöne Folge heute mit Papaya. Die nächste Folge, also die nächste Minigame-Folge wird auch mit Papaya sein. Die werden natürlich nicht am selben Tag... Die werden natürlich nicht am selben Tag ausgestrahlt werden. Das wäre ja auch ein bisschen krank, wenn ich einen Monat im Voraus die Minigame-Runden schon habe. Aber... Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Danke, dass du dabei warst. Kein Problem. Lasst eine kleine Bewertung da. Wir sehen uns in der neuen Folge. Hier, ich habe ja noch mal ganz kurz ein bisschen Brot. Und bis dann. Tschüss.